Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Train Simulator 2013. Darauf spielt das und wir fahren heute mit der Taurus, dem Eurosplitter 64 U2 von Siemens und Design für Train Simulator von den HRQ Studios. Ja, die fahren wir heute und wir fahren einen Güterzug, darum stellen wir die Bremsart auf G ein, heben den zweiten Stromabnehmer und legen den Batterie. Schalter um, den Richtungswender nach vorne, Stromabnehmer hoch, der Hauptschalter war jetzt komischerweise schon eingeschaltet, macht aber nichts. So, die AFB wird mit Shift A eingeschaltet. Nein, das müssen wir nicht. Die AFB ist eingeschaltet, die Bremse ist angezogen, darum können wir die AFB jetzt schon mal hier etwas auf ungefähr 70 wenn die einstellen. Sollte es losgehen. Direkt beeinflusst. Ja. Das Signal ist wirklich noch rot. Vielleicht kriegen wir auch eine kleine PZB-Zwangsbremse. Das würde mich natürlich freuen. Kann man das mal vorführen? Wir schleichen jetzt hier ein bisschen, damit wir da nicht direkt wieder in die Bredouille geraten. Könnten wir uns jetzt theoretisch befreien. Jetzt zum Beispiel. Die Sieferfrau wird gleich auch noch was dazu sagen. Siefer. Siefer. Schön. Ich natürlich nicht, ob das Signal da kann man das schon erkennen. Ja, das kann man erkennen. Wir könnten uns theoretisch befreien. Ja, machen wir jetzt auch. Dann gehen wir auf 80 ungefähr. Das sollte gehen. Ja, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass man die AFB nicht mit Tasten verstellen kann. Ich habe auf jeden Fall bis jetzt keine Tasten dafür in der Bedienungsleitung gefunden. Vielleicht habe ich da auch was überlesen. Falls ihr da was zu wisst, postet mir doch bitte einen Kommentar. Und dann das Video. Ja, halt erwarten. Da müssen wir natürlich PZB wachsam drücken. Wir sollten auf jeden Fall ein bisschen
mitteilen. Eher gesagt, es ist grün, der Vorsignal. Wiederholer hat es gerade angezeigt. Damit werden wir uns befreien, sobald diese gelbe Leuchte erlischt. Na komm. Geh aus. Die Sonne geht gerade auf, wir haben 6.05 Uhr. Oh Gott, ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu früh befreit. Dieses Vorsignal ist auch gelb. Ja, da könnte natürlich sein, dass die PZ wieder mit hat, dass wir uns da zu früh befreit haben. Naja. Zugbeeinflussung. Nochmal durchgegangen. Na schön. Wir müssen hier schon mal ein bisschen. Falls da mal wirklich ein bisschen nah rot ist. Weil, soweit ich das weiß, darf man sich nämlich nur aus der PZB befreien, wenn dann die nächsten 500 oder 700 Meter keine weitere Beeinflussung erfolgt. Und wenn man schon das, also wenn das so ein Kombisignal ist aus Hauptsignal und Vorsignal, und das Vorsignal, also das Hauptsignal zeigt grün und das Vorsignal zeigt Halt erwarten, also die zwei gelben Lichter, dann darf man sich dann nicht befreien. Reger Güterverkehr, man sieht es. Auf dem Gegengleis. Muss ich aber die Lok ein bisschen angucken. Hier vorne mit LED-Beleuchtung. Ja. Sehr schön. So, jetzt könnten wir uns eigentlich befreien. Hätte wieder. Na gut, ich weiß noch nicht genau, wie die PZB hier, ob die wirklich so ganz kritisch umgesetzt ist. So, jetzt können wir uns aber befreien. Ist gerade umgesprungen auf grün, das Vorsignal unten. Damit gehen wir wieder auf 80. Sehr schön. Fahren beide
das Hauptsignal und das Vorsignal haben ja gerade grün gezeigt. Das heißt, das nächste Signal ist auch noch grün. Da. Wenn wir jetzt beschleunigen. Mal hier gucken. Wir gucken uns mal ein bisschen im Führerstand um. Wir finden hier diesen Hebel. Pronto. Den muss ich auf jeden Fall. Zug beeinflusst. Werden wir gleich mal behandeln. Das ist drin. Das können wir etwas schneller fahren. Befreien. Sie fahren drücken. Gut, 100 fahren. Wir bleiben dran, ja. Auch wenn vor uns irgendeiner ziemlich rumwandelt. Wir gucken uns das Ganze mal von draußen an. Werden wir wieder die nächste Beeinflussung erfahren. Zugbeeinflussung. Ja, die Tasten sind ja ähnlich wie bei, also die Tasten der PZB sind ja ähnlich wie bei den Virtual Railroad Expert Line Locks. Bild nach unten ist PZB wachsam. Oh, ich bin viel zu schnell. Ach du Scheiße, da handeln wir uns auf jeden Fall. 20. Ja, schön. 20. Das wollte ich mal zeigen, die Lok kann 20. Es. Ja. 20. Eine Zwangsbremsung. 20. Bis zum Stillstand. 20. 20. 20. 20. So. Muss man ja auch mal zeigen. Ruckelt's etwas. Wenn es nicht so rasend nach vorne, das Signal ist rot. Gebremst. So.
Da stehen wir. Kurz vor Seeberg. So sieht die Lok aus. Von der Wiener Lokalbahnen AG. Lüfter sind jetzt auch aus. Hier hört man gar keinen Vogelgezwitscher hier drüben, aber schon, glaube ich, ne? Ich höre auch nichts. Na gut. Ja, auf jeden Fall eine schöne Lok, wie ich finde. Ich habe da auch eher geteilte Meinung. Also ich meine, Luft nach oben ist ja noch, aber trotzdem, also man ist fahrbar. Auf München-Augsburg gibt es auch eine LZB. Aber ja, München-Augsburg ist sowieso nicht so meine Strecke. Aber dafür fahren wir jetzt hier schön die Güterzugsache. Müssen wir etwas warten. Bis der Bahnsteig Gleis 2 in Seeberg frei ist. Achso, ja, genau, hier mit dem Horn. Ja. Hier, also normalerweise hört sich das Mikrofon so an. Man kann dann aber auch umstellen auf den dunklen Ton von diesen Zweien. Oder hier oben auf den hellen. Ich finde eigentlich die Kombination von beiden sehr schön. So. Wir können auf jeden Fall mal weiterfahren. Fahren wir mal 40. Langsam nach Seeberg einfahren. Schön langsam. Schlängeln wir uns heran. Ja, wunderbar. Wir pürschen uns ran. Sehr schön, sehr schön. So, Ende. Wir halten hier mal.
Mal gucken, wie es weitergeht. So, also wir sollen jetzt die Lok wechseln, um dann weiterzufahren. Wir schalten diese hier mal aus. Machen das hier mal aus. Können wir auch hier hinten den ausmachen. Alles aus. Tipp, tipp, tipp. Naja, ich glaube, den brauchen wir nicht auszumachen. So, dann werden wir den Führerstand wechseln. Ich weiß jetzt gar nicht, wo wir sind. So. So, das ist der richtige Führerstand. Zack. ASD. 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 Achso, wir müssen Lok natürlich einschalten. Hier erstmal eine Bremsart einstellen. Den. Ja. Starten. Alles an. Dann hier den Stromabnehmer. Jawohl. So machen wir es mal. So machen wir es mal. Und. Dann fahren wir erstmal 40, wenn da vorne noch rumrangiert wird. So. Fahren. Oh Gott, das war ja völlig falsch. Ich dachte, das wäre die SIFA. Bei Virtual Railroads ist ja Space SIFA. Selber erschreckt. Jetzt können wir auch 80 fahren. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das gefällt mir. Auch vielleicht ein cooles Beispiel für eine PZB-Tutorial, so der erste Teil sozusagen, gerade weil, wenn es da um die Beeinflussung, so tausendmal Beeinflussung geht und wann man die lösen darf und wann nicht. Vielleicht schneide ich einfach mal den vorderen Teil dann einfach anders und ja. Schön 80. Das nächste Mal 100 fahren. Schön. Kein Licht. Licht haben wir nicht.
So, kann er hier auch noch nicht einstellen, sozusagen, mit diesem Knopf. Steht jetzt hier auf da oben, glaube ich. Ah, man kann auch so machen, zum Beispiel. Hier sind wir ja. Sifa. Ja. Wir lassen es jetzt erstmal. Fahren jetzt hier durch, bis nichts mehr geht. Vorne wird es wieder eine Beeinflussung geben, habe ich das Gefühl. Ja, gut, beides grün. Das heißt, wir befreien uns und können dann wieder die Streckengeschwindigkeit aufnehmen. Mann und noch mehr Männer. Kommt uns ein anderer Taurus. Ist das ein? Nee, ist er? Nee, ist nicht. Dachte schon. Sie fahren nochmal drücken. Direkt an der Brücke. Dieser wunderschönen ÖBB-Lok in Rot. Ja,
Passagiertaurus entgegen. Rufen wir mal. Pfeifen wir mal. An diesem kleinen Flüsschen entlang. Schön. Was ist eigentlich jetzt? Ich will hier keinen Lüfter machen. Warum sind die nicht? Ich höre nichts. Ein bisschen schon. Von unserem Helikopter live berichtet, fahren wir jetzt Richtung Gleisende Süd. Siefer. Siefer meckert wieder um. Schönes Viadukt. Diese Landschaft einfach traumhaft. Kommt noch ein guter Zug Taurus entgegen. Jetzt haben wir auf jeden Fall richtig Steigung. Da arbeitet die Lok schon ziemlich. Da muss sie schon ziemlich Gas geben. Das schaffst du locker.
Bahn durch so einen Steinschlagschutztunnel, keine Ahnung, geschützt. Sag ich jetzt, maße ich jetzt mal. Wahrscheinlich haben wir hier über uns. Fiesen Felsabhang, wo auch schon mal ein Steinchen runterfällt. Darum baut man sowas. Durch den Echo-Tunnel. Ah. Gleisende Süd. Wann kommt das denn Ende? Endlich? Ja, ich denke, wir werden einfach vorher halten. Das ist dann, da müsste eigentlich noch ein Bahnhof vorher kommen. Da werden wir die Kiste dann abstellen. Anzünden und rausspringen. Alles klar. So, wir machen jetzt erstmal Kaffeepause und ja. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen und ihr konntet die Lok, diese hier, ein bisschen näher kennenlernen. Ich würde mich natürlich über einen Kommentar freuen oder einen Daumen hoch. Ja, ich verabschiede mich. Der Rob sagt Tschüss.